Also ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer Geburtstagsfeier hier, die wir heute hier am Pariser Platz starten. In Ordnung. Und ja, was soll ich sagen? 10 Jahre Piratenpartei. Wow. Ich hätte vorher nie gedacht, dass das so lange durchhält. Aber wir dachten wirklich, wir gründen einfach mal eine Partei. Gucken, was daraus wird. Und sind davon vollkommen überfahren worden. Das war ganz hervorragend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als wir dann damals die Partei gegründet hatten, haben wir gesagt, gut, schauen wir mal, was passiert. Das Erste, was passiert ist, dass die ersten Leute gesagt haben, das hat keine Zukunft. 2006. Und das Gleiche 2009. Und 2012. Und heute. Also das ist ein bekanntes Lied. Daran haben wir uns noch nie gehalten. Gut so. Noch sind wir da und wir weigern uns beharrlich aufzugeben. Und das ist eine unserer besten Eigenschaften. Damit sollten wir weitermachen. Für dieses Durchhaltevermögen, für diese Hartnäckigkeit, für diejenigen, die von uns heute noch übrig sind, vielen, vielen Dank an alle, die hier seid und die das gemacht haben in den letzten Jahren. Danke. Ihr wisst, ich bin seit dem Anfang dabei, seit der Gründung hier in Berlin, 10. September 2006. Es hatte schon davor angefangen. Am 01.01.2006 haben sich die Schweden gegründet. Wir haben eine Piratenpartei in Schweden gegründet und hier in Deutschland waren einige Leute der Meinung, das machen wir auch. Einer davon kam zu mir und meinte, hier, das ist doch bestimmt interessant. Und wir haben ein Forum gemacht und da waren irgendwie 9 Leute drin und die haben miteinander politische Themen besprochen. Und als sie der Meinung waren, okay, wir sind irgendwie ziemlich deckungsgleich, wir finden das cool, wir machen eine Partei draus. Da wurden es immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und im September waren wir 53 Pappnasen, die nach Berlin gefahren sind und hier eine Partei gegründet haben. 53 Nerds. Großartig. Wir haben seitdem viel erlebt. Die Zensursula-Debatte 2009. Wir waren damals 1000 Mitglieder. Danach waren wir 12.000. Das war sehr verstörend. Dann gab es ACTA. Es gab Massenproteste dagegen. Wir hatten unseren Anteil daran als Partei. Das war auch großartig. Piraten fahren über und über und ACTA ist gestürzt. Es ist zurück, es heißt heute CETA, aber wir haben es gestürzt. Und es sieht nicht so aus, als ob CETA ein lebensfähiger Erbe wäre. Gott sei Dank. Dann kam 2011 der Hype. Es kamen noch mehr Mitglieder. 36.000. 4 Landesparlamente. Die überall in den Medien. Und man saß da als Mitglied und dachte, oh mein Gott. Es war eine herrliche Zeit. Es ist noch immer eine herrliche Zeit. Aber dazwischen lag halt die Krise, die internen Streitigkeiten, die Hölle von Halle. Euch muss ich das ja nicht sagen. Wir hatten etliche Skandale. Von Sandalen in Talkshows bis zu Bomber Harris. Haben wir alles durchgemacht. Piraten, wir haben eine ganz eigene Geschichte aufgebaut in den letzten 10 Jahren. Eine ganz eigene Identität. Eine wertvolle Identität. Und wir haben etwas zur politischen Agenda beigetragen. Und wir können es immer noch. Daran glaube ich fest. Wir haben uns von Anfang an gefetzt. Wir haben uns von Anfang an hart miteinander diskutiert. Wir hatten von Anfang an gegensätzliche Meinungen. Und wir haben es immer irgendwie hingekriegt, uns miteinander hinzusetzen und eine gemeinsame Lösung zu finden. So wie wir die Partei gegründet haben, in bester Schnapsideenlaune. Wir sind einfach politische Freibeuter. Wir sind ungewöhnlicher. Wir wollen das so. Wir wollen das niederschwelliger haben. Wir wollen näher an den Menschen dran sein. Wir wollen nicht so enden, dass wir halt dann irgendwann Politik machen und uns hinterher vorwerfen lassen müssen, was für eine Scheiße ist das denn? Wir waren schon immer keine Vollblutpolitiker. Wir waren Politiker aus Notwehr. Das war eine der ersten Bezeichnungen, die wir uns anhören mussten. Und genau das waren wir, Politiker aus Notwehr. Wir haben uns die Themen gegeben, die wir dachten und von denen wir immer noch meinen, dass es wichtig ist. Transparenz des Staates, die Reform des Urheberrechts, die Reform des Patentwesens,
Lobbykontrolle, das soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, so viele Themen. Aber der Kern der Internetpartei, den wir einmal waren, wir sind mittlerweile viel mehr als das. Das wurde von den Mitgliedern in uns hineingebracht. Und wir haben gelernt, wir sind nicht mehr so naiv wie früher. Wir wissen, wo wir stehen und wir wissen, wofür wir stehen und wofür wir einstehen. Wofür braucht es uns heute noch? Tja, für all das, was hier vorgeht. Die großen Parteien können den Wähler nicht mehr binden. Es gibt populistische Alternativen aus der rechten Seite. Das können wir so nicht stehen lassen. Wir sind die Alternative. Wir sind nicht rückwärts gerichtet. Wir schauen nach vorne. Wir wollen die Probleme lösen und sie nicht verstecken. Wir wollen nicht die Augen verschließen. Wir wollen eine Zukunft, in der wir uns sicher fühlen. Eine Zukunft, die friedlich ist. In einem Europa, das uns seit 70 Jahren den Frieden erhalten hat und auf einmal anfängt, in alte Muster zurückzufallen. Dazu sage ich Nein. Wir als Partei sollten Nein sagen zur Angst und Unsicherheit. Wir sagen Nein zur Ausgrenzung und Ungleichheit. Wir sagen Nein zur Diskriminierung, zu Hass und Gewalt. Aber wir sagen Ja zu Menschlichkeit und Vielfältigkeit. Wir sagen Ja zu Gerechtigkeit und sozialen Frieden. Wir sagen Ja zu Zukunft und Fortschritt. Wir sagen Ja zu Europa. Wir wollen weiterhin unkonventionell agieren und ein wenig gegen den Strom schwimmen. Wir wollen uns nicht verbiegen. Wir wollen nahe Menschen bleiben und weiterhin ein wenig naiv und idealistisch bleiben. Daher mögen wir auf der aktuellen politischen Bühne weiterhin Rebellen sein. Ich sage, lasst uns Rebellen sein. Lasst uns weiterhin unkonventionell und unbequem sein, wie die Menschen nun mal einmal sind. Lassen wir uns nicht vorschreiben, wie wir zu sein haben, sondern lasst uns bleiben, wer wir sind und uns stetig verbessern. Lasst uns Piraten sein! Dankeschön!